habe dort viele Jahre gewohnt. Die Stadt hat nicht besonders viele schöne Gebäude, hatte 45 kaum Bombenangriffe, es gab nur am Bahnhof verstreut ein paar. Viele haben dann gesagt, der sozialistische Architekt hat viel mehr Schaden gemacht als alle Bomber zusammen. Das ist eine Übertreibung vielleicht. Und es geht jetzt um ein Gebäude und deshalb heißt der Text Liebe knappschaffbaren See. Sie sind ein Rententräger, das ist eine gute Sache. Denn man hört irgendwann auf zu arbeiten und zu überweisen, was die Weiterarbeitenden zähneknirschend per Gesetz abgeben müssen. Jene, die einen rausgemobbt haben, zahlen nun für Busreise, Outdoor, Radlerunterwäsche, Bierkasten und Angelweste. Generationenvertrag ist eine gute Sache. Rentner sind auch das runzliche, dennoch solide Fundament im spanischen Übernachtungsgewerbe, manchmal auch Algarve. An einer Stelle unserer Binnennachfrage sind sie jedoch weit wichtiger. Wen ruft eine junge Studentin an, wenn es gilt, einen Strafzettel, 5 Caipirinhas, eine WG-Kaution oder einen Glitzertopf zu bezahlen? Die Eltern? Nein, die haben längst gerufen, es reicht! Sie rufen die Großeltern an. Rentner garantieren das Bildungsniveau der Bundesrepublik Deutschland. Und nur Rentner. Sie, liebe Knappschaft, sorgen für ordentliche Zahlenstände auf Rentnerkonten und dafür kann Ihnen die heranwachsende Jugend gar nicht genug danken. Nun trug es sich jedoch zu, dass die Stadt Cottbus einen Wettbewerb für das hässlichste, optisch einfallsloseste und emotional kälteste Gebäude auslobte. Und so 20 bis 30 aussichtsreiche Klopper standen schon in ihrer ganzen blutleeren Widerwärtigkeit bereit, den Preis zu kassieren. Vielleicht auch als Gebäudeensemble. Aber plötzlich stand da ihr neues Knappschaftsgebäude und die anderen wussten, Scheiße, das holt niemand mehr ein. Ein Gebäude, das aussieht, als hätte der Verband Deutscher Krematorien eine Zentrale bestellt. Dunkle, auf Baumärkten unverkäufliche Fliesen, an schmale, hochkant rechteckige Klatsch, pervers oder genial, wer will das entscheiden? Dieser Preis ist entschieden. Hier könnte nur noch ein mitten im Bau abgebrochener Strafvollzug Unruhe hineinbringen, aber Unvollendetes ist zum Wettbewerb nicht zugelassen. Ein Siegergebäude. Bürger, Psychologen und Hunde stehen mit aufgerissenen Augen davor. Der Bürger fragt sich, was mag das gekostet haben? Welcher depressive Architekt entnahm dies zu Recht tote Projekt aus welcher Staub, Kaubonbon und Kaffeerest verklebten Schublade? Die Psychologen fragen sich, hatte dieser Architekt überhaupt eine Kindheit? Oder spielte er in einem Keller eingeschlossen auf einem flimmernden Schwarz-Weiß-Pilzschirm Tetris und jemand schob ihn an jedem einzelnen verhassten Morgen unter der Eisenkellertür einen Keller Cornflakes mit saurer Milch und eingeschnetzelten Fahrradschlauch durch. Und der Hund vom Siegergebäude verkneift sich jede Markierung. Nie soll jemand erfahren, dass er in solch einem grausigen Ort war. Liebe Knappschaft Bahnsee, lassen Sie mich der flehenden Hoffnung Ausdruck verleihen, dass sich das Innenleben dieses Gebäudes vom Äußeren unterscheidet. Kalte Schale, warmer Kern, freundliche Kaffeeautomaten, Kopierer, die nie Papier knittern, Toiletten mit Dauerlicht und Buchablage, Fotos von Carports auf den Tischen, Chefs, die einmal nicht das schwächste Glied der Kette sind. Sie zahlen Renten aus, das ist eine gute Sache. Sie verströmen feengleich Glück, Licht und mediterrane Leichtigkeit im Land. Münzen sinken zu Boden, aber Scheine schwimmen. Lassen Sie uns die Scheine wahren. Und was soll's, das Gebäude steht nun mal. Und dass sich eine verirrte amerikanische Drohne aus Afghanistan bisher herverirrt und denkt, aus Staub bist du gemacht und Staub sollst du werden, ist unwahrscheinlich. Sie müsste sich auch am Wochenende verirren, wenn kein Mitarbeiter drinnen und keine Flaneure davor. Das hässlichste aller hässlichen Häuser soll als Mahnung ans Maschinenzeitalter stehen bleiben. Denken wir lieber an die rentengestützten Studenten. Voller Elan und mit der ganzen Kompromisslosigkeit ihrer Jugend werden sie es einmal besser machen.
dennoch in verhaltener Vorfreude aufs Rentenalter, Ihr Udo Tiffert. Und jetzt für die Stammgäste eine neue Folge von CSI Grubenhund. Für die Neuen, die da sind, also Grubenhund hat eine eigene Forensik, internationale Spezialisten, die hier in Görlitz ermitteln. Und heute kommt die Folge 62 der 38. Staffel. Das ist aber eine neue Folge trotzdem. Wahrscheinlich der zweite Teil der Doppelfolge. Es beginnt wie immer mit dem knalligen Vorspann. Super Musik. Schön laut. CSI Grubenhund mit Ted Pedersen, europäisch aussehender, sympathischer Laborchef. Mit Bob Henderson, weit jünger als der schief wirkende, europäisch aussehender Laborassistent. Mit Monika Strumpf-Binski, ziemlich junge, wie für die Oper geschminkte Laborassistentin. Mit Rebecca, noch schlimmer gestylte, noch jüngere, brustoperierte Laborassistentin. Und José Zulu, Laborassistent und Quotenmigrant. Und nur heute Achim Menzel als Kommissar Noack in CSI Grubenhund. Es geht los. Gerade. Ja, Chief? Wer ist dieser Loser da im Trenchcoat und was glotzt er so neugierig auf unsere Tische? Jetzt fasst er sogar was an. Moment, hey, 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 immer schön langsam, mein Freund. Wir sind hier keine Touristinfo. Was haben Sie hier verloren, Freundchen? Kommissar Noack, Soko Jugendmorde. Sehr erfreut, Kommissar. Ah, jetzt erkenne ich Sie auch. Neue Frisur? Ich sehe seit 40 Jahren so aus und dachte, ich komme mal selbst vorbei. Hat die Analyse des Bekennerschreibens irgendwas ergeben? Naja, 4 Morde an Jugendlichen in 2 Wochen. Alle kurz vorm Abi, alle besser als 2. 2 Jungs, 2 Mädels. Das ist mir im Wesentlichen bekannt, Pedersen. Haben Sie etwas, was ich noch nicht weiß? Aber 100 pro, wir schlafen hier schließlich nicht und gucken auch keine alten Defa-Filme. Also, zum Bekennerschreiben. Rebecca, fasse mal unsere Erkenntnisse für den Kommissar zusammen. Also, ich habe... Rebecca! Ja, ich weiß, also, das Papier ist von McPaper, die Tinte von McToner, der Drucker ein McPrint, die Faltung von McFalte, Inhalt und Tonfall McDrohung. Danke, Rebecca, sehr gute Arbeit. Noack, Sie sehen, wir suchen den getrockneten Grashalm im Moor, Herr Höcker. Ich wollte schon immer mal wissen, weshalb sich die Stadt und Landkreis so ein teures Labor leisten. Hey, hey, Noack, nicht so pampig. Das ist längst nicht alles. Vielleicht kommen Sie rüber damit, bevor wir den 5. Toten eintüten. Ich hab's langsam satt. Das haben wir alle, Noack. Kommen Sie mal hierher. Bob, spielt's mal ein. Wir haben das Bekennerschreiben von einem Schauspieler einsprechen lassen und ein Stimme- und Emotionsprofil erstellt. Jetzt, Bob, verdammt nochmal. Die beiden toten Streber regen mir nicht so auf, aber die beiden Streberinnen waren wirklich hübsch. Du Scheiße. Stimme aus dem Lautsprecher. Die Jugend verlässt die Region, lässt uns im Stich, schenkt alles, was wir ihnen beibrachten, dem Westen und seinen korrupten Werten. Damit ist nun Schluss. Na, Kommissar, irgendeine Idee? Ein Lehrer, über 50, mit Ostalgie-Neigung, sexuell unbefriedigt. Bob holt sich mit einem Foto von Margit Honecker einen runter. Och, da warst du noch gar nicht geboren. Kommissar, da die Opfer alle gute Noten hatten, ist der Lehrer noch im Dienst oder hat Zugang zum Sekretariat. Irgendeiner, den wir nun befragen, wird für 4 Nächte kein Alibi haben oder eins, dass wir ihn zerpflücken. Danke. Auf Wiedersehen. Wir haben keine Zeit. Es gibt noch eine mit Noten unter 2,0.
die auch hübsch ist. Und ich sage mal, verdammt hübsch. Der Kommissar rennt hinaus. Bob fragt, wird er sie retten? Der Chief, sein Bruder ist Lehrer, ist über 50, ledig, fährt Trabi. Scheiße. Das könnte laut sagen. Scheiße! Produziert von Neiße Bruckheimer.